Commander! Boah, ich kann nicht reden. Alter! So Leute, es macht euch gefasst. Herzlich willkommen hier zu diesem Special-Video. Und zwar, ich habe die Herausforderung angenommen und war 5 Tage, eine Woche lang, beim militärischen Fünfkampf, auch genannt Military Pentathlon. Das ist eine Sportart mit 5 Disziplinen. Du hast einmal eine Hindernisbahn, du hast Hindernisschwimmen, du hast Werfen, Zielweitwurf, du hast einen 8 Kilometer Ausdauerlauf und du hast Schießen. Ich habe die Dinge ausprobiert, ich habe den Einstellungstest gemacht und ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich hatte extrem viel Spaß und habe jetzt auch mal eine Referenz, wo ich denn so stehe als Nicht-Ausdauersportler. Jetzt durch. Jetzt geht's ans Eingemachte, ist der Spaß vorbei, es geht los. Heute ist der Hindernislauf, 20 Hindernisse, 500 Meter und Parcours hin oder her. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt an den 500 Metern am Schluss überhaupt noch stehen kann, ob ich da ankomme lebend. Schauen wir mal. Es wird, glaube ich, ziemlich krass. Ich zeig dir mal ganz kurz, was hier alles auf dem Parcours ist. 5 Meter Leiter mit anschließendem Drop. 2 Rohre, wo man den Boden berühren muss und wieder drüber muss. Seile, wo man drüber springen muss, ganz schnell. Ja, krabbeln. Und ich kenne es schon vom Catch. Krabbeln ist verdammt anstrengend. Vor allen Dingen hier über 25, 30 Meter oder was das ist. So, sympathisches Hindernis, Strides. Handtuchhalter, Balancebrücken, Schrägwand mit Drop. Drüber, drunter, drüber, drunter. Tunnel, drüber, drunter, weitere Hühnerleiter, aka Strides. Minigolframpe mit Sandgrube dahinter. Eine einzelne Mauer. Die Löwengrube, runter und wieder hoch. 4 Meter Leiter hoch und wieder runter. Und eine Mauer, 2 Meter. Zickzack-Balance. Weiter zum Freizeitpark, Anstehschlange. So, zu guter Letzt haben wir hier noch 3 Mauern. Zack, 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 zack. Und einen kleinen Sprint bis zur Ziellinie. So Leute, das wird gleich folgendermaßen laufen. Und zwar, oh Schmetterling. Wow. Und zwar bin ich ja hier für die Talentsichtung. Ich mache alle Übungen durch, die in der ganz normalen Talentsichtung auch gefordert werden. Sprich, hier bei der Hindernisbahn ist es so, dass für die Sichtung, für den Test, die Frauenbahn gelaufen wird. Das bedeutet, dass 4 Hindernisse rausgenommen worden sind, unter anderem da hinten die 5-Meter-Leiter, die Strides, die Hühnerleiter und ich weiß gar nicht, was die anderen 2 sind. Auf jeden Fall wird es eine bisschen abgespeckte Variante. Ich bin auch, glaube ich, ganz froh, weil es wird verdammt anstrengend. Parcours hin oder her, 500 Meter mit so vielen Hindernissen, so viel hinlegen, aufstehen, krabbeln. Ich habe schon genug Dinge gemacht, um zu wissen, dass es kein Spaß wird. Also es wird Spaß machen, aber man wird danach froh sein, noch stehen zu können. Danach gehe ich mit dem Phil durch, immer so drittelweise. Wir nehmen immer ein paar Hindernisse mit und zeigen euch einfach mal, was da so geht und wie der Profi das macht. So, es geht los. Frauenbahn. Wie gesagt, 500 Meter, 18 Hindernisse. Nee, 16. Wie viel sind es? 16. 16 Hindernisse. Bin ein bisschen nervös und habe keine Ahnung, was gleich passiert, wenn ich da am Schluss ankomme. Fertig! Up!
Mega stark. Alter! Oh. Alter, mal Luft. Alter, hast du? 2,12, 2,6. Sehr stark. Alter. Ey, Leute. Alter! Mega stark, ja. Hier so ein paar Hindernisse, da droppst du runter, hoch, runter, hoch. Das raubt dir die Energie von jetzt auf gleich einfach so, fumm. Aber ist geil. Krass. So, Zeitmessung ist rum. Jetzt komme ich erstmal klar, 20 Minuten. Und dann kann ich spielen an den Hindernissen. Wow. Meine Zeit 2,12,6. So, heute geht es an die Hindernisschwimmbahn, die Schwimmhindernisbahn. Und zwar haben wir hier ein paar Hindernisse im Wasser. Da muss man quasi ins Wasser springen. Man geht oben drüber, unten durch, taucht da unten durch, geht hier oben drüber und geht hier nochmal unten durch. Und das ist die Schwimmhindernisbahn. Das wäre auf jeden Fall viel sympathischer, als einfach nur gerade zu schwimmen. Heute geht es ans Werfen und ihr habt richtig gesehen, das ist ein 600 Gramm schweres Ei aus Metall oder so und ich musste es quasi in diese Felder reinwerfen und möglichst in den inneren Kreis, aber es geht auch um Weitwurf, das heißt, ich habe keine Ahnung, ich habe seit der Realschule nicht mehr weit geworfen. Ich guck mal, was passiert, ich habe immer richtig Bock. Auf jeden Fall muss ich mich gut warm machen, sonst sagen meine Schultern ciao. Das ist der Profi. So, wir bereiten uns jetzt vor. Das ist der Überfall. Film das bitte. Nice, in die Mitte. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall mal warm machen, sonst ist meine Schulter am Arsch. Gut aufpassen. So, mal gucken, was die Ausbeute ist.
Bitte? Das sind 20 Meter. So, bei 25 Metern. Ich 1, 2, 3, 4, 5. Ne, Moment. 1, 2, 3 daneben, 3 in den äußeren Kreis und einer in der Mitte. 30 Meter, einer in der Mitte. Bam. 35 Meter, einer kurz davor. So, jetzt einmal volle Kanne werfen, was geht. Ich sag's dir, ey, 600 Gramm sind schon. Schultern müssen auf jeden Fall angespannt sein und warm gemacht sein. Oh, jetzt wird gemessen. 44,90. Jetzt noch einen. Ich probiere mal die 50 zu knacken. 44,90 ist schon ein guter Wert, aber da geht auf jeden Fall noch einiges. Auf jeden Fall kann ich noch an meiner Technik arbeiten. Baby! Fertig! Ab! Kontrolliert! Ganz hinten. 30! 37! Jawohl, sehr schön. So Leute, ich bin gerade ein Drittel gelaufen mit der Leiter, mit der 5 Meter Leiter am Anfang. Mit Phil, die Maschine. Oh, Alter. Anstrengend. Ihr habt das erste der 4 Männerhindernisse jetzt gesehen, ist bei mir ausgelassen worden bei meinem Lauf. Das war die 5 Meter Leiter. Boah, ich kann nicht reden. Die 5 Meter Leiter am Anfang. Als nächstes kommt diese Schrägwand. Wir machen jetzt das nächste Drittel und dann den Rest. Ey, reden ist schwer und nach so einer Anstrengung. Warte. Schräg und runter. Ebenfalls in diesem Abschnitt ist die Hühnerleiter, die Strides da hinten. Fertig! Ab! Und kontrolliert, komm! Ey, da seht ihr mal, was der Unterschied ist zwischen Ausdauer und keine Ausdauer haben. Keine 15. Ersten 2 Meter bis zur Wand war das so, ja, ein bisschen vorne. Hier kamen die ersten 2 Drops. Da ist er weggezogen, hast du es gesehen? Das ist auch für mich so hart. Keine Meinung. Ein paar Hindernisse kommen noch. Boah! Fertig! Nach der Leiter. Er raubt dann einfach auf einen Schlag so viel Kraft. So Leute, jetzt mache ich noch was ich mein Leben lang noch nie gemacht habe. Mein Laktatwert messen.
Ich weiß nicht mal genau, was das ist, aber der Phil erklärt euch das jetzt. Das ist Milchsäure, die anfällt, wenn man stark im anaeroben Bereich arbeitet, also über seiner Leistungsschwelle. Ja, schauen wir mal so. 15 plus wäre schon ordentlich krass. Okay, ich hatte vorhin 20. Was heißt es? Ist es gut, wenn man viel Laktat hat, oder ist es eher so schlecht? Es zeigt, dass du sehr, sehr schnell gelaufen bist und viel Laktat eben angesammelt hast, viele Milchsäure, die deine Muskeln blockieren. Okay. Aber es ist auch gewollt. Und je höher der Wert, desto mehr sagt man, kann man sich auspowern. Okay, nice. So, dann sehen wir, was rauskommt. Ja, immer das Durchstecken. Das ist nicht ganz so. Erst ein Bluttropfen wegwischen. Ja. Super. Okay, schauen wir mal. So, jetzt müssen wir eine Minute warten. Jetzt warte. 21,7, yo! Das ist ordentlich. Das ist. Er hat sich ordentlich verausgabt. Nice. Das ist so wie ein 400 Meter Sprinter, der reicht auch solche Werte. Genau, also es geht quasi. Also fast der höchste Wert, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Nice. Das heißt, ich habe mir gegönnt. Ich habe mir ernsthaft gegönnt. So, wie sage ich beim Kinderfasching? So, heute auf der Liste steht 8 Kilometer Lauf. Crossroad, das Outdoor hier eine Strecke. Wir sind hier gerade einmal abgelaufen, das heißt 2 Kilometer habe ich auf dem Buckel, ich bin jetzt gut warm und werde jetzt 8 Kilometer laufen. Fertig! Fertig! Ab! Jawohl, sehr schön! Ersten Kilometer hast du jetzt rum, komm! Jawohl, die erste Runde hat gleich rum! Sehr schön! 2:08! 16. Jawohl, jetzt kommt er den Anstieg hoch. Zum zweiten Mal. Echt die zweite geschafft. Eineinhalb ungefähr noch. Spaß. Jawohl, sehr schön. Jawohl, letzte Runde, komm, auf geht's. Letzte, ballern. Letzter Kilometer noch, komm. Nochmal kämpfen. Jawohl, letzten Meter, auf geht's. Tschüss. Unter 39. 8 Kilometer Check, 38,45. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber ich bin happy, weil für das, dass ich nie jogge, ist, glaube ich, ganz okay, oder? Okay, kann man mit arbeiten. Joch, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal davor. Ja, doch, bin ich schon, aber wann das letzte Mal war, wo ich 8 Kilometer wirklich gelaufen bin. Hui, aber ist geil. Noch ein witziger Funfact: Ich habe wieder mal meine Running-Schuhe vergessen und habe meine abgeranzten Parcours-Schuhe an. Nicht gerade optimal, um 8 Kilometer Lauf zu machen, aber hat funktioniert. Meine Hassdisziplin, 50 Meter schwimmen, so schnell wie es geht. Leute, ich bin fix und fertig. Parcours läuft, Hindernisse im Einzelnen, laufen, alles am Stück. Halbtot. Aber richtig geile Challenge, macht richtig Bock. Ich merke, es hat mir super viel Inspiration gegeben. Boah, Alter, ich komme immer noch nicht klar, an meiner Ausdauer zu arbeiten. Das wird jetzt kommen, Alter. 400 Meter Sprints, 800 Meter Sprints, Laufen, Langstrecke. Ja, Langstrecke nicht, sagen wir so Mittelstrecke. Und dann wird Ausdauer geballert. Ja. Militärischer Fünfkampf, krasse Sache, geile Disziplin, mal witziger Funfact, das sind auch so richtig praktische Disziplinen, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, bist du bestens vorbereitet. Ich hatte eine geile Woche, wünsche dir jetzt eine geile Woche, geiles Leben, geiles Training und gönn dir.